Nach den verheerenden Verlusten in Frankreich im Sommer 1944 und an der Ostfront durch die sowjetische Sommeroffensive strebte man mit der 29. Aufstellungswelle eine neue Formation an. Ein nationalsozialistisches Volksheer. Die Volksgrenadiere. Zu Kriegsbeginn 1939 verfügte die Wehrmacht über rund 4,5 Millionen Soldaten. Im Sommer 1941, zu Beginn des Russlandfeldzugs, stieg die Mannstärke auf über 7,2 Millionen Soldaten. 2 Jahre später, 1943, waren über 9,5 Millionen Mann an den verschiedenen Fronten oder in der Heimat im Einsatz. Insgesamt durchliefen 18 Millionen Soldaten die verschiedenen Institutionen in der Wehrmacht. Angesichts dieser Mobilisierungszahlen gab es zunehmende Probleme der Bevölkerungsverteilung im Sinne von Personalressourcen. Es herrschte eine große Konkurrenz zwischen Wirtschaft und Wehrmacht. Diese wurde bereits 1939 durch personelle Engpässe sichtbar. Denn der Wirtschaft fehlten 3 Millionen männliche Arbeitskräfte. Insgesamt waren in der Wirtschaft 14,5 Millionen Frauen und 24,5 Millionen Männer tätig. In den Kriegsjahren sank die Zahl der Männer auf 14 Millionen. 6,2 Millionen männliche Arbeitskräfte waren UK gestellt, also galten als unabkömmlich für die Wirtschaft und waren somit von einem Dienst in der Wehrmacht freigestellt worden. Die fehlenden Arbeitskräfte wurden mit allen Mitteln herangezogen. So gab es im Mai 1944 3 Millionen Kriegsgefangene und rund 5,3 Millionen ausländische Zwangsarbeiter. KZ-Insassen waren im Mai 1944 in der deutschen Kriegswirtschaft tätig. Durch einen Führererlass im November 1943 wurden die 3 Wehrmachtsteile, aber auch die Waffen-SS, aufgefordert, bestehende Verbände zu durchkämmen, um 1 Million zusätzliche Männer zur Frontverwendung zur Verfügung zu stellen. Doch Hitlers Befehl wurde an vielen Stellen unterlaufen und man konnte nur 400.000 zusätzliche Soldaten mobilisieren. Anfang Januar 1944 bestand das Feldheer aus 308 Divisionen, deren Zahl bis Ende 1944 nur geringfügig sank. Es wurden zwar 91 Divisionen vernichtet, aber 116 Divisionen neu aufgestellt. Nicht nur dadurch kam es zusehends zu einer Verwirrung der Strukturen. Es entstand ein organisatorisches Durcheinander. Mit dem Fortschreiten des Krieges verlor die Marine zunehmend ihre operative Bedeutung und musste bis Mitte 1944 über 800.000 Marinesoldaten an das Feldheer abstellen. Im Herbst 1942 verfügte die Luftwaffe über einen Personalbestand von rund 1,9 Millionen Mann. Darunter über 20 sogenannte Luftwaffenfeldbataillone zur besonderen Verwendung. Dieser Personalbestand verringerte sich zwischen dem 1. November 1943 und dem 1. April 1945 von 1,4 Millionen auf 380.000 Mann. Hunderttausende Männer wurden auf Verbände der Fallschirmtruppe des Heeres und der Waffen-SS umgeschichtet. Zudem musste die Luftwaffe ab Herbst 1942 21 Divisionen als Luftwaffenfelddivision an das Heer abgeben. Die Organisationsfachleute im OKW erfanden immer wieder neue Verbände, um den personellen Bedarf des Heeres zu decken. Durch Planstellenkürzungen, Umschichtungen und Auflösungen nicht benötigter rückwärtiger Einrichtungen gelang es der Organisationsabteilung des Oberkommandos des Heeres, OKH, in der Schlussphase des Krieges rund 1,2 Millionen Soldaten den kämpfenden Verbänden zuzuführen. So wurden zum Ende auch ein Volksartilleriekorps, eine Panzerjagddivision, die sogenannte Führerbegleitdivision und die Führergrenadierdivision aufgestellt. Doch gerade Verbände wie die Infanteriedivision Hamburg, die mit nur 3 Tagen Vorlauf am 7. März 1945 aufgestellt wurde, waren aufgrund der geringen oder der nicht vorhandenen Ausbildung mehr Belastung als Entlastung. Nach der Landung der alliierten Streitkräfte in der Normandie brach im August die Westfront zusammen. Anders als bei den strukturierten Rückzugsgefechten im Osten, ging die Wehrmacht im Westen zu einer heillosen Flucht über. Die Alliierten wurden bei ihrem weiteren Vormarsch mehr durch die eigenen Versorgungsprobleme als durch den Widerstand der deutschen Truppen behindert. Das Oberkommando West schätzte die Verluste an der Westfront seit Beginn der Invasion auf 520.000 Mann. Zudem wurden im Osten innerhalb von 3 Wochen 28 Großverbände vernichtend geschlagen. Zwischen Juni und September 1944 fielen täglich 5.800 deutsche Soldaten.
Die sowjetische Operation Bagration wurde zur größten militärischen Niederlage der deutschen Militärgeschichte. An sämtlichen Fronten verlor die Wehrmacht von Juni bis November 1944 2.200.000 Soldaten. Nach dem Attentat vom 20. Juli erhielt Heinrich Himmler von Adolf Hitler mehr und mehr Vollmachten. Neben seinen Tätigkeiten als Reichsinnenminister, Chef der deutschen Polizei und Führer der allgemeinen SS und Waffen-SS wurde er nun Befehlshaber des Ersatzheeres. Das eigentliche Tagesgeschäft überließ er dabei jedoch SS-Obergruppenführer Jüttner. Nach der Entmachtung von Generaloberst Friedrich Fromm am 20. Juli wurde Himmler zudem Chef der Heeresrüstung. Himmler übte schnell großen Einfluss aus und verkündete einen ambitionierten Plan. Nach seinen Vorstellungen sollte mit der 29., 31. und 32. Welle ein nationalsozialistisches Volksheer aufgebaut werden. Eigens dafür plante man, den bisherigen Aufbau der Divisionen umzustrukturieren. Der zunächst vorgesehene Name Sperrdivisionen dürfte nicht beliebt gewesen sein. Denn auch Himmler bemerkte in einer Rede auf dem Truppenübungsplatz Bitsch am 26.07.1944 vor dem Offizierskorps einer neu aufzustellenden Division. Sie hatten im ersten Aufstellungsbefehl den Namen Sperrdivisionen bekommen. Der Name wurde erfreulicherweise sofort geändert. Die Divisionen hießen dann Grenadierdivisionen. Verknüpft mit Himmlers Idee für ein nationalsozialistisches Volksheer, formte sich der letztendliche Name für diese neue Elitetruppe, die Volksgrenadierdivision. Wie im Falle der Waffen-SS unterstanden diese Einheiten truppendienstlich dem Reichsführer Heinrich Himmler und damit der Gerichtsbarkeit der SS. Operativ unterstanden sie jedoch der Wehrmacht. 4 Wochen später, am 16. August 1944, gab das Oberkommando des Heeres einen Aufstellungsbericht über die Divisionen der 29. bis 32. Welle heraus. Darunter waren 25 Volksgrenadierdivisionen. In dem eigentlichen Aufstellungsbefehl vom 16. August und 23. August wurden die organisatorischen Bestimmungen aufgelistet. Wegen der sich abzeichnenden Katastrophe wurden weitere Volksgrenadierdivisionen aufgestellt. Neben Neuaufstellungen gab es auch Umstrukturierungen zerschlagener Infanteriedivisionen in Volksgrenadierdivisionen. Am 3. Dezember 1944 gab es noch einmal eine Zusammenfassung des Führerbefehls in Bezug auf alle Volksgrenadierdivisionen. Diese enthält die Anweisung, wonach der Regimentskommandeur nicht älter als 40, Bataillonskommandeure nicht älter als 35 und Kompanieführer nicht älter als 30 Jahre sein durften. Dieser Befehl war Ausdruck der Bestrebung, einen gewissen Elitecharakter zu erschaffen. Junge, nationalsozialistisch geprägte Führer sollten ihre Einheiten befehligen. Doch der Zeitabstand zwischen dem Aufstellungsbefehl und der angestrebten Verwendungsbereitschaft war sehr kurz. Zumeist wurden die Einheiten aus Resten der unterschiedlichsten Formationen zusammengesetzt. Die Volksgrenadierdivision bekam mit Wirkung vom 15. Oktober 1944 sogar eine eigenständige Personalabteilung innerhalb des Heerespersonalamtes zur Steuerung der Personalbearbeitung. Das Heerespersonalamt schätzte den Bedarf für die Neuaufstellungen auf rund 7.500 Offiziere. Die Rekrutierung dieser Offiziere erwies sich als keine einfache Aufgabe. Man musste auf wiedergenesene Offiziere zurückgreifen, aber auch auf Offiziere aus den verbündeten Ländern. Die Unteroffiziere und Mannschaften sollten primär aus aufgelösten Divisionen rekrutiert werden. Die jüngsten Jahrgänge sollten jedoch weiterhin geschlossen zusammengefasst werden. Doch dies ließ sich später nicht mehr umsetzen. Der Tätigkeitsbericht des Heerespersonalamtes führt zum 4. September 1944 aus. Die Marine gibt 20.000 Soldaten an das Heer und stellt 133 Offiziere, die geeignet sind, Kompanien zu führen. Ab dem 13. September 1944 erfolgte eine Ergänzung, die besagt, dass weitere 20.000 Mann dem Heer zugeführt werden sollten, sowie 1.500 Offiziersanwärter. Durch den gravierenden Personalmangel bei der Aufstellung der Volksgrenadierdivisionen war das Heerespersonalamt gezwungen, die Masse der rekrutierten Soldaten durch den Jahrgang 1927 aufzufüllen. Diese 17-jährigen Rekruten waren meist schnell ausgebildet und verfügten selbstverständlich über keinerlei Kampferfahrung. Angesichts der Realitäten wollte man nur noch einen gewissen Teil der Volksgrenadierdivisionen als sogenannte Elitedivisionen aufstellen. Doch auch dieser Ansatz ließ sich angesichts des Mangels an qualifiziertem Personal nie wirklich umsetzen. In einer Rede vor den Gauleitern am 3. August 1944 in Posen sprachen Himmler, Goebbels und Speer über die Aufstellung einer nationalsozialistischen Volksarmee.
Dies geht klar auf das Attentat auf Hitler zurück. Hitler misstraute der Wehrmacht zunehmend und neigte immer mehr der Idee eines heiligen Volkskrieges zu. Es scheint nicht unmöglich anzunehmen, auch wenn die Quellenlage zu dürftig ist, dass die Volksgrenadierdivisionen den Grundpfeiler dieser neuen Armee einnehmen und eventuell zu einem späteren Zeitpunkt mit der SS verschmolzen werden sollten. Aufgrund der schweren Verluste und der Gewichtung auf den Abwehrkampf wurden die Volksgrenadierdivisionen anders gegliedert als die klassischen Infanteriedivisionen. Sie bestanden nun aus 6 statt der üblichen 9 Bataillone. Diese wurden dann in 3 Grenadierregimentern zusammengefasst. Ein Bataillon beinhaltete 3 Kompanien und eine schwere Kompanie. Man hoffte, die geringere Größe der Division durch eine Erhöhung der Feuerkraft auszugleichen. Die Kompanien bestanden aus 2 Sturmzügen und einem Schützenzug nach dem klassischen Modell mit 3 Schützengruppen. Der Sturmzug bestand aus 2 Sturmgruppen, in denen die Männer mit dem Sturmgewehr 44 ausgestattet waren. Diese automatische Waffe erhöhte die Feuerkraft des einzelnen Soldaten ungemein. Zusätzlich enthielt jeder Sturmzug eine Feuergruppe mit leichten Maschinengewehren. Die schwere Kompanie verfügte über 4 schwere Maschinengewehre, 6 8 cm Granatwerfer und sollte mit 4 7,5 cm Infanteriegeschützen ausgestattet sein. Für den Abwehrkampf gegen Panzer waren die Soldaten der 3 Schützenkompanien mit zahlreichen Panzerfäusten ausgestattet. Zudem gab es einen 50 Mann starken Panzerabwehrzug, der mit 18 Panzerschreck ausgerüstet war. Das Bataillon hatte noch 6 Scharfschützen zu seiner freien Verfügung. Eine der großen Änderungen war die Anbindung des Trosses direkt an das Bataillon. Dieser befand sich nicht mehr auf der Kompanieebene. Da die Einheit vorrangig auf die Verteidigung ausgelegt war, war sie nicht motorisiert, was ebenfalls den wirtschaftlichen Möglichkeiten entsprach. Die Hauptarbeit leisteten Pferde. Um die Einheit jedoch geringfügig beweglicher zu machen, stattete man eines der Bataillone mit Fahrrädern aus. Über die Volksgrenadierdivisionen gibt es alles in allem nur eine schlechte Quellenlage. Denn zum einen gab es durch den militärischen Zusammenbruch einen ungeheuren Zeitdruck bei der Aufstellung und zum anderen waren die militärischen Führer in diesen chaotischen Tagen nicht mehr in der Lage, Abläufe zu dokumentieren. Ein weiterer nicht unerheblicher Faktor war der Mangel an Papier und an Schreibmaschinen. Tatsächlich wurden Befehle teilweise handschriftlich auf Rückseiten von Alltagspapier formuliert. Zudem gab es den Befehl, bei drohendem Feindeseinbruch Akten und Unterlagen sofort zu vernichten. So ist zum Beispiel nur noch das Kriegstagebuch der 257. Volksgrenadierdivision vollständig erhalten geblieben. Die 257. Volksgrenadierdivision ging aus der 257. Infanteriedivision hervor, die bereits am Frankreich- und Ostfeldzug teilgenommen hatte. Ende August 1944 wurde sie zwischen Dnjestr und Prut in Rumänien fast vollständig zerschlagen. Dabei konnten sich von 14.000 Mann lediglich 450 nach Ungarn retten. Anschließend kam es ab dem 25. Oktober zur Neuaufstellung als Volksgrenadierdivision der 31. Welle auf dem Truppenübungsplatz in Wandern. Ab dem 15. November setzte sich die Aufstellung in Schieratz im Wartegau fort. Durch die geänderte Zuständigkeit der Wehrkreise kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Zustellung von Material und Personal. Schließlich bestand die Division aus 40% Kampferfahrenen und zu 60% aus kurzfristig und gar nicht ausgebildeten Ersatzkräften von der Luftwaffe und der Marine. Zumindest das Offizierskorps galt als ausreichend kampferfahren. Auch das Material entstammte neuester Fertigung. Statt wie geplant als OKH-Reserve nach Warschau verlegt zu werden, ging es für die Einheit am 9. Dezember 1944 an die Front im Westen. Dort wurde sie nicht wie vorgesehen in der Ardennenoffensive, sondern in der Operation Nordwind am Westrand der Vogesen eingesetzt. Doch bereits bei ihrer Ankunft an der Front wurde die Einheit wegen Luftangriffen nur noch zu 75% kampfwertig gemeldet. In den folgenden Abwehrkämpfen erlitt sie zahlreiche personelle Verluste. Bereits am 31. Dezember wurde die Einheit zur kurzfristigen Auffrischung aus der Front genommen und nach Süden verlegt. Der Kommandeur der Division, Generalmajor Erich Seidel, sah die gesteckten Angriffsziele im Rahmen der nun anlaufenden Operation Nordwind für seine unerfahrene Division als sehr schwierig zu erreichen an. Der anfängliche Angriff gegen US-Truppen verlief jedoch erfolgreich und man erbeutete Eisenbahnwaggons mit Kleidung und Verpflegung sowie weiteres wertvolles Material. Doch schon am 3. Januar 1945, nur 3 Tage später, war die Angriffskraft der Division erschöpft.
Sie wurde zwar von mehreren Marschbataillonen mit Ersatzkräften verstärkt. Dieser Ersatz war jedoch nicht infanteristisch ausgebildetes Luftwaffenpersonal. Von den rund 82 aufgestellten Volksgrenadierdivisionen wurden 29 im Westen und der Rest im Osten eingesetzt. Die Gesamtzahl der Aufstellungen klingt beeindruckend, lässt sich jedoch rasch relativieren. Gerade in den letzten Kriegstagen wurden einige Volksgrenadierdivisionen aufgestellt, die lediglich auf dem Papier existierten. Andere Divisionen wurden aus Restverbänden zusammengesetzt und nicht wenige Einheiten wurden schlicht umbenannt und unter Himmlers Kontrolle und der Gerichtsbarkeit der SS gebracht, worüber nur wenige erfreut gewesen sein durften. Die Zahl der wirklich neu aufgestellten Verbände ist relativ gering, wenn auch aufgrund der fehlenden Quellenlage nicht genau bezifferbar. Die Kampfkraft war von Einheit zu Einheit unterschiedlich. Klar ist jedoch, dass der Elitestatus dieser Divisionen nie wirklich erreicht wurde. Anders als eine andere Formation, die sich von Beginn an als neue Elite in der Wehrmacht empfand. Und diesem Ruf wurde sie gerade in der Anfangsphase gerecht, die deutsche Panzerwaffe.